Herr Primar Peter Kompatscher, wie muss ich mir den Ablauf so einer Brustwiederherstellung vorstellen? Es gibt zwei Methoden, entweder sofort bei der Krebsoperation die Brust aufzubauen, das heißt die Integrität wiederherzustellen, oder auch verzögert nach entsprechender adjuvanter Behandlung nach 3 bis 6 Monaten. Was für Voraussetzungen müssen die Frauen mitbringen, damit so eine Operation möglich ist? Im Prinzip wie bei jeder Erkrankung, es braucht einen überschaubaren Risikoscore. Sie muss gesund sein, sie muss überzeugt sein, dass das was Gutes ist für sie, und über die Methodik, über die Technik kann man dann und den Zeitpunkt darüber sprechen. Warum entscheiden sich Frauen zu einer solchen Operation? Leicht zu beantworten, um die Wiederherstellung der körperlichen Integrität nach einer Krebsoperation an der Brust, das sieht man. Das bedeutet, es wird versucht, einen Normzustand nach der Entfernung von einem Organ wiederherzustellen. Wie häufig sind denn solche Operationen in Vorarlberg? Wir haben neue Patienten pro Jahr im Durchschnitt zwischen 12 und 15 Patienten. Gibt es eine gesteigerte Nachfrage jetzt nach dem Fall Scholli? Zum Brustaufbau haben wir nicht festgestellt. Die Daten der letzten 3 Jahre sind gleich geblieben.